Eisenbahnen und Radiotechnik. Nur hier bei Berger Max. Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir. Wir schreiben den 9. September 2023. Dort habe ich viel erlebt und war am Abend komplett durch und habe mich über meine Dusche gefreut. Ihr seht in diesem Video einmal V100 003 und die 95027 vor einem Kalktransport. Starten tun wir in Giersleben um 6.53 Uhr. Dort kommt die V100 003, welche in unserem Eisenbahnverein gehört, dem Förderverein Berlin-Anhaltische Eisenbahn e.V., mit einem Sonderzug vom Lokschuppen Stassfurt vorbei. Sie fuhr eine abenteuerliche Runde von Stassfurt über Halberstadt, Magdeburg und Dessau nach Freiburg zum Winzerfest. Hier nun in der Morgenröte bei der Durchfahrt in Giersleben. Eigentlich sollte es jetzt schon die 95027 geben, aber ich war zügig unterwegs und konnte unsere V100 003 nochmals filmen. Und zwar bei der Durchfahrt in Nachterstedt-Holm. Und danach gibt es dann den Kalkdampf mit 95027. Nun gibt es aber endlich die Dampflok zu sehen, 95027. Im Rahmen einer Fotoveranstaltung fuhr diese mit einigen Kalkkübelwagen von Blankenburg nach Halberstadt und später noch nach Rübeland. Wir verfolgen den Zug nun erst einmal nach Halberstadt. Dies war die Ausfahrt aus Blankenburg Güterbahnhof. Wir befinden uns nun kurz hinter Blankenburg, kurz vor Börnicke. Bitte nicht wundern, mal steht die Lok Tender voraus und mal Kessel voraus. Es waren Fotofahrten, da wurde mal so gefahren. Ein paar Kilometer weiter hinter Börnicke befindet sich dieses tolle Motiv. Hier sieht man wunderschön den Harz und der Hügel rechts, das ist übrigens der Brocken. Wir sehen nun hier die wunderschöne 95er gleich vorbeischnaufen.
Wir befinden uns nun in Halberstadt-Spiegelsberge. Hier kreuzt die Straßenbahn die Eisenbahn. Eine Woche zuvor konnte ich hier schon mal die 95027 filmen und dort kam dann noch zufällig die historische Straßenbahn, der Wagen 31, angerollt fürs Foto. Das hatten wir dieses Mal leider nicht. Aber man kann ja auch nicht alles haben. In Halberstadt wurde dann ein Lokumlauf gemacht und dann ging es wieder zurück nach Blankenburg. Mit einigen anderen Fotografen wartete ich hier an diesem Bahnübergang, bis der Zug wieder zurückkam. Gehen wir also einmal auf die andere Straßenseite, dort steht auch die Sonne wieder perfekt und verfolgen wir nun unseren Fotozug wieder zurück von Halberstadt nach Blankenburg. Auf der Fahrt von Halberstadt nach Blankenburg gab es natürlich eine Menge Fotohalte, also in jedem Bahnhof ein Halt zum Überholen. Wir befinden uns nun in Langenstein. Hier seht ihr die Einfahrt. Viele haben natürlich die wunderschöne Kulisse genutzt von Halberstadt im Hintergrund, aber die habe ich ja schon eine Woche zuvor fotografiert und gefilmt, weshalb ich jetzt mal nach Langenstein gefahren bin.
Eine der bekanntesten Fotostellen zwischen Blankenburg und Halberstadt ist wohl die Anrufschranke bei Birnecke. Aktuell ist die Schranke außer Betrieb. Wir befinden uns hier und sehen nun nochmal die Vorbeifahrt. Ihr habt diese Schranke schon ganz klein gesehen bei der wundervollen Harzkulisse, als die 95er nach Halberstadt gefahren ist. Drehen wir nun fix die Lok und drehen wir auch die Sonne etwas weiter in Richtung Abend. Am Abend hat man vom Waldesrand ganz weit hinten auf der anderen Seite diesen Blick auf das gesamte Feld mit der Anrufschranke. Und hier sehen wir die Lok im goldenen Abendlicht. Das war jetzt mal selbst im Bahnhof Birnecke gedreht, die Filmsequenz. Wir verlassen nun die Strecke Blankenburg-Halberstadt erst einmal, denn ich habe noch eine grandiose Aufnahme für euch. Wir gehen jetzt in den Blankenburger Güterbahnhof. Hier setzt die Lok gerade an unseren Zug wieder ran und mit ein paar weniger Wagen ging es dann hoch nach Rübeland. Man muss dazu sagen, leider gab es nur eine einzige Fahrt von Blankenburg nach Rübeland, was für mich persönlich natürlich das Highlight ist. Aber wie sagte ich schon, man kann ja nicht alles haben. Die Lok wurde im Bahnbetriebswerk im Eisenbahnmuseum mit Kohle versorgt und natürlich auch wieder mit Wasser gefüllt. Wir sehen nun die Ausfahrt in Blankenburg Güterbahnhof nach Rübeland hoch und unser nächster Standort ist dann Hüttenrode. Hier war mal früher ein ganz großer, oder ganz groß ist alles relativ gesehen, ne? Ihr wisst es, ein größerer Bahnhof und links seht ihr das ehemalige Umspannwerk von der Rübelandbahn. Denn die Rübelandbahn hat nicht den ganz klassischen Bahnstrom von 15.000 Volt mit 16/2 Hertz. Verzeihung, der neue westdeutsche Bürger sagt 16,7 Hertz. Sondern hier sind 25.000 Volt auf der Oberleitung mit 50 Hertz. Und wer es noch nicht wusste, die Oberleitung steht übrigens unter Denkmalschutz.
Wir sind nun in Rübeland, dort wo es auch die Tropfsteinhöhlen gibt. Der Zug fährt auf Gleis 2 ein, die Lok wird abgehangen und fährt dann runter zum Eisenbahnmuseum. Dort wurde die Lok betankt mit Wasser und wurde dann noch schnell neben die Mammut gestellt für ein paar Fotos. Und witzige Begebenheit, hier hatte ich noch einen längeren Plausch von gut 30 Minuten mit dem diensthabenden Fahrdienstleiter. Das muss ja auch mal sein. Wir treten nun die Rückfahrt von Rübeland nach Blankenburg an. Hier zu sehen das Kreuztalviadukt. Lichttechnisch alles sehr suboptimal. Der Blocksberg. So könnte eine interessante Doku-Reihe über den Brocken klingen. Wir sind aber bei Birnecke, sehen den Brocken und natürlich auch den wunderschönen Sonnenuntergang. Und all diese Männer hier, die auf dem Acker stehen, liegen, sitzen, wie auch immer, haben diese wunderschöne Aufnahme bei der Anrufschranke in Birnecke machen können. Und damit endete für mich der Kalkdampf zwischen Halberstadt, Blankenburg und Rübeland mit 95027. Eine Zugabe, die habe ich dann aber noch für euch. Hier seht ihr nochmal V100003. Sie trägt übrigens die Messelackierung. Wir sehen sie hier bei der Ausfahrt in Dessau Hauptbahnhof auf ihre Rückfahrt von Freiburg nach Stassfurt. Nun habt ihr gesehen, wie der 9.9.2023 bei mir ablief. Es hat mich gefreut, dabei sein zu dürfen und natürlich euch mit diesen Aufnahmen unterhalten zu können. Um 22 Uhr fand das statt und am nächsten Morgen um 8 Uhr stand ich mit der Dessau-Wörlitzer Eisenbahn auf Gleis 1 und habe dort die Frühschicht übernommen.
Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich bin Max Berger und bis zum nächsten Mal.